Leute, und willkommen zurück zu Utopia Folge 33, muss es heute sein. Genau. Wir machen weiter und wir sind bald bei der Burg des dunklen Fürsten. Ja, ich freue mich schon. Können wir endlich die letzten Gesichter retten? Ja, wir waren hier im letzten Part nochmal kurz. Ich glaube, die anderen Wege gehen wir einfach. Ja, auf jeden Fall, hier gab es diesen Ort. Da muss man Frosch besiegen, dann sind wir hier weitergekommen. Aber was wir vorher noch machen können, hier die ganzen Leute abklappern. Keine Ahnung, nicht die nennen soll. Gehen wir mal da rein. Wir gehen zum Garfield. Elfentrunk ist das, glaube ich, ne? Blub. Ah, unglaublich. Geschmack ist Waldschleck, Wurzel, mein Geschmacksnamen. Ich dachte immer, so ich zeige, dass du Pizza schmeckst. Doch dieser Turm ist auch gut. Ich befürworte den täglich Verzehr dieses Trunks. Garfield, wie sieht der denn gerade aus? Sehr gut, ich bin Garfield, der Reisegenehm. Hohokokops sind auch nicht in die Sperren zurückgezogen. Die sind nur plötzlich aber mit den Tagen gekommen. Oh. Elfentrunk. Bon Appetit. Ja, ist dann auch noch in der Wüste was? Das würde mich jetzt interessieren, weil das habe ich doch mal abgeholt, oder? Keine Ahnung, das muss schon. Da hoch. Schauen wir mal. Ich weiß auch noch genau, wo der war. Er war nämlich. Da. Okay, der ist weg. Ich glaube, ich habe den einfach nicht eingesammelt, warum auch immer. Aber es gibt noch zwei Sachen, die wir erledigen werden. Ja, oder wenn wir jetzt einfach. Warte, das habe ich nicht. Da ist doch ein Gewinn. Aber das da unten habe ich ganz zu Ende gemacht. Egal. Wir machen weiter. Auch wenn viel Inhalt weg ist, das ist ja egal. Wir haben zwei Sachen. Komm, wir gehen erstmal zu dieser Kiste. Oder? Dafür, los geht's. Oh, Pizza, ich sehr gut. Nom nom. Oha, heiß. Heiß, heiß, der Käse brennt wie Feuer. Ich glaube, ich habe mir die Zunge verbrannt. Aber Schmerzen kann man auch normal essen. Für eine ungewöhnliche Delikatesse, allemal. Und sei gegrüßt. Ich bin dafür der Reisegenehm. Warum zieht mich auf mich in Sperren? Aber Zukunft muss mich einer mit der Tal bereiten. Geothermie-Pizza, was ist das denn? Bon Appetit. Geothermie-Pizza, was ist das? Egal, wir holen uns die Kiste auch noch ab. Hört sich aber gut an, irgendwie Pizza. Ja, vorwärts mal. Wir können es nicht besser, wir können es nicht besser gehen. Oh, wenn jetzt Todd was bekommen würde, ne? Oh, Herzchenkätzchen. Für mich ist sehr gut, ich brauche Rüstung. Ich würde sagen, ich bin gut ausgerüstet. Ich habe Boxhandschuhe und so Katzen. Und das war's schon. Was? Wir hätten doch eine Kugel hier hinpacken können. Was? Oh, ja, du musst was. Ostpanzer. Ostpanzer hält sich gut an. Unser Team wird stärker, sag ich mal, ne? Sehr stark. Ostpanzer. Gut. Ja, ich bin Kupanetzen hat auch eine gute Rüstung. Achso, nee, das. Ach nee, das ist Kupanetzen. Nee, Kupanetzen hat noch Matsche. Tot meine ich. Der hat übrigens okay ausgesetzt. Seh, zwei verschiedene Panzerungen, der vorzugte kleine Panzer sein. Aber. So, Leute. Genau. Ich würde auch sagen, jeden zweiten Tag kommt Utopia. Roblox ist vielleicht ein bisschen zurückgestellt. Hier ist doch Pucki. Flammenberg-Gipfel. Okay, das sieht echt cool aus. Erinnert mich ein bisschen wie am Anfang Schloss Anfang. Meine Nase ist verstopft. Ich auch. Da ist die Burg. Das muss die Burg des dunklen Fürsten sein. Auf zur Rettung unserer Freunde. Wir zeigen den dunklen Fürsten, was wir von ihm halten. Die bleibt einfach stehen. Okay, Monster. Sind hier andere Monster? Ich glaube, nicht ganz, aber ein paar neue gibt es. Ich glaube, ein, zwei neue gibt es. Hm.
verträumt. Er greift in der Mitte an, alle sind geschwächt. Hätten wir jetzt einen, der alle angreift. Haben wir ja nicht im Team, ne? Oh, ah ja, und ich im Top, wow. 6. So. Was mache ich? Nochmal angucken. 89 Schaden, einfach so. Ne? Einfach so. Gewonnen. Gewonnen jetzt hat Level up. Sehr gut. Eine Kiste Monster wahrscheinlich, oder? Nö. 1020 gar nicht. Ist doch nicht schlecht, oder? So steht hier richtig gut. Da ist Pucki. Prüfforscher Pucki. Prügel, Prügel. Extra Prügel. Wer hat hier einen Gehalter aufgetreten? Meine Klamotten sind schon völlig durchgeschützt. Du kommst doch aus der Wüste. Vielleicht fühle ich mich besser, wenn ich einmal alles ausziehe. Ich hab keine Tage zu gut. Also dann runter mit den Klamotten. Was? Oh, du! Hallo, ich bin's Pucki, Kühlmann-Forscher. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jemanden treffen würde. Zur Feier unserer Wiedersehens. Hier, ein toller Spruch. Geheimwege gilt aufzuspüren, da sie oft zu schätzen fühlen. Das hat man einem guten Forscher gesagt. Also, der Mann sieht sich. Hört's gut an. Ja. Das war schon ein Level. Das war ein kleines Level. Ne? Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Die Burg wird, glaube ich, sehr krass. Ich weiß das schon, aber das ist ja. Die Leute, die ich noch nicht kenne, also die Burg noch nicht kenne, ja, freut euch. Ich will noch ein bisschen weiter. Ich nehme noch die Folge auf und dann höre ich das mal. Ja, komm, damit du. Kann man die Macho klopft. Oh, selber schuld, wenn du keine gute Ausrüstung bekommst, ne? Weiß auch, hm? Ja, schon. Futter wollte ich auch mal. Aber was sag ich auch? Oh, Biotin. Ja. Ich find's okay. Wie findest du es? Bock. Gut, ist okay. Fellenhotdog für mich. Sehr gut. Und Kupanels. Magie soll ich dir ergeben, ne? Aber ich hab keine Magie. Nee, am Tempel. Machst du das? Ja, der Panzermarkt ist gut immer. Auf geht's. Ja, ein Teammate fehlt noch. Also den ich in meinem Hauptteam haben möchte. Geheimwege. Wie kommen wir wohl dahin? Gar nicht, oder? Warum hörst du? Egal, wir gehen mal hier ins Level. In das Level hier. Vorwärts, Marsch. Wo stecken die Monster? Der große weiße Damm wieder ist vorwärts. Warum spreche ich mit Tox? Seitdem bin ich ganz niedergeschlagen. Es ist so einsam. Damit noch den Schein. Du hast doch mich. Aber nicht mehr lange. Genau, deshalb vermisse ich den großen Weißen. Genau, hat der gepasst. Das ist ein Buster, ich bin Buster. Monster, was sind das für ein Monster? Okay, keine neuen. Oha, deine sieht ja ganz komisch aus. Neue Technik. Strafen das nicht. Das setzt er jetzt an. Oh, das hat geklappt. Aber bei so schwachen Gegnern sage ich jetzt mal, die nicht so viel aushalten. Ist ja easy. Aber ein paar Kräfte. Kobalt schenken. Ich kann mal überlegen, ob ich mir mal Livestream mache über Utopia. Irgendwann mache ich. Wenn ich mit dem Spiel komplett durch bin mit dem Let's Play, kommen dann leicht für die von Utopia jede Woche. Genau. Und endlich kommen wieder Videos nach einem Monat. Mehr als fast zwei Monate wahrscheinlich. Adopt Me werde ich auch bald aufnehmen. Habt ihr richtig gehört, Adopt Me auch.
Weil jede 4 Monate kommt ein neues Adopt-Video. Jedes halbe Jahr mache ich so. Ne? Ein Bonus-Part. Ihr wollt das wahrscheinlich auch sehen. Adopt-Me kommt gut an. Ja, aber mit Kopia finde ich ein bisschen cooler einfach. Let's Play. Ich habe mehr Lust auf Let's Play als auf Google. Mal schauen, wann ich mal das Let's Play weitermachen werde. Kann man tatzen. Bombe! Ach. Ein Schleimer. So, nur ein paar Kratzer, sagst du immer. Bist du auch eine Katze? Das war's auch schon wieder mit dem Level, ne? Vielleicht kommen wir heute sogar schon noch in die Burg. Das wäre krass. Aber eigentlich will ich das erst im nächsten Part machen. Mal schauen. Bekannte loben gelernt. Überschütte einen Freund mit Komplimenten. Das kennen wir ja schon. Oh, das ist gut, dass du noch was haben möchtest. Nämlich den Krakenpanzer. Der sieht cool aus, bin ich ehrlich. Er hat schon was. Oh, ein Krakenpanzer. Aber einen besseren Geschoss brauchst du auf jeden Fall. Besseres Geschoss. Als das noch haben. Ey Leute, guck mal, wie viele Ausflugtickets ich habe. Die muss ich irgendwann mal einlösen. Seidentaler. Oh, für Verletzen. Noch was Besseres. Cobra Nuggets. Ja, nehmen wir es mal. Besser als sein Macho-Taler auf jeden Fall. Wir müssen es ja ausrüsten, ne? Sag ich jetzt schon zum 100. Mal, aber ausrüsten ist gut. Oh man, sein Taler. 1900 haben wir ja. 15.000, ja. Ausrüst-Tickets können wir ja nutzen, würde ich sagen. Von der Essen, wir sind in Level 2. Das kann nicht sein. Muss man auf Floor. Eine Flasche. Ah, ein Spielchen. Ich glaube, das ist gut. Ja. Level 3. Wir können eigentlich so hoch Level mit den Tickets, ne? Ich mach mal Level 10 vielleicht. Und dann reicht das auch. Dann mache ich mit. Wem bin ich eigentlich am besten aus meinem Team? Level 8 mit Cornelzen, Level 3 mit Fett. Das ist krass. Ich glaube, ich mache mich dann auch Level 10 vor. Schöne Atmosphäre, hast du recht. Schöne Atmosphäre, muss man sagen. Ups. Voll erwischt. Ich denke immer, das bin ich, aber das ist Cornelzen. Man kommt schon coole Items. Ne? Keine schlechten Items. Ach, noch mehr. Ich muss mal gucken. Irgendwie eine YouTube-Nachricht. Für Geld ist das. Okay. Und laut. Okay. Wir machen nochmal 2, ein paar mehr. Ich mach Level 5. Genau. Ja. Ich mache jetzt auch öfter Livestreams, wie ihr schon gesehen habt. Ne? Okay, das ist, glaube ich, auch gut. Ja, relativ gut. Ja, gut. Aha, ich mache jetzt mal mich erstmal noch. Oh, warte. Oh nein, ich habe auch vergessen gedrückt. Ein bisschen höher mit Bock noch. Wir haben noch 91. Ab zum Strand. Oh nein, das ist nicht gut. Ach so, wir sind noch. Oh nee. Das ist echt nervig.
hab so viele Strandtickets noch. Nochmal eine Flasche. Ja, hier könnte an. Bitte gut. Oh, das ist echt blöd. Das müsste sein, ist echt blöd. Ich hab noch zwei Tickets. Endlich weg vom Strand. Das ist echt nervig. Ups, ich glaube, das kann machen. Was soll ich mal? Ja, ich hab mal eine 4. Ich mach bis Level 5 oder 6 noch oben. Letztes Ticket vom Strand. Ja. Und ans Ohr. Ja. Ich würde sagen, 1 oder 2 Tickets noch und dann machen wir noch ein Level. Kaffee, endlich mal was anderes. Endlich mal was anderes. Da steht ja Kaffee, eher Kaffee, ne? Mit Gumba. Was denkst du, der Koboldsuppe, was? Das ist aus echten Kobolden. Ach, 2 Level, das ist doch gut. Level 6, das reicht erstmal, Leute. Helfen wir mir. Toll. Sieht schon besser aus. 6, 8, 6, 6. 12 verschiedene Talare. Ach, nein, nicht der Chris Free. Ich hasse den. Der nervt. Hallo, Mama zu. Ja, ich bin Chris Free. Echt toll. Wie Parade? Nein, damit schlecht. Okay, ich helfe dich. Wie ein Siegband denn? Ich mal ein bisschen schnell machen. Kann man nicht. Oh nö, Games, ich sag ein. Klar, ich hasse die Parade. Wer achtet denn auch da drauf? Es gibt ja noch ein Level davor. Komm, jetzt mach. Jetzt eine Tasse zu. Der bin ich jetzt ein Schlachtkopf. Ne, mir fällt keiner ein. Ach, wie schade. Das muss ich mir noch überlegen. Ich weiß ja wirklich nicht, was ich machen kann. Es wird dunkel. Jetzt übernachten wir wirklich da. Zeit zum Grillen. Super. Oh. Schon wieder aufgehört. Das muss Tot. Wer jetzt auch für das Totten ist? Ich hasse den. Ich selber am Pilz, aber okay. Yeah. Also hat's geschmeckt. Er mag Pilze, er ist selber ein Pilz. Link, halt den Zeug. Attacke. Attacke. 3 Bananen. Ja. Ab ins Gasse. Ich kann es aufs Bett. Dunkle 3. Wie auch immer. 91 Schaden. Oh, shit. Und dafür. Ach, nö. Könnt ihr mal aufhören, so lange Angriff zu machen? Und der hat immer noch was aus. Wir werden ja echt viel aus. Hätte ich nicht gedacht. Also schon ein bisschen, aber nicht so. Das könnte First Style sein? Ja. Gut, Leute. Nächster Part: Dunkle Fürst. Die Burg des dunklen Fürsten. Das ist genau. Partlänge ist perfekt. Perfekt. Hinterhalten. Ja. Oh.
Ausflugtickets. Hm, das finde ich gut. Wir haben vieles erreicht heute. Und ich würde sagen, lasst ein Like, Abo da und im nächsten Part gehen wir dann in die Burg. Und ich sag, ciao.